Hallihallo, ich zeige euch heute mal, wie ich mein Porträt von Lotta Stichler gemalt habe. Lotta Stichler ist eine YouTuberin bzw. Influencerin, die in Stockholm lebt und richtig schöne Videos macht. Als große Schwedenliebhaberin ist sie mir daher sehr sympathisch, was mich zu diesem Porträt inspiriert hat. Als erstes suchte ich mir natürlich ein schönes Foto von ihr heraus und zeichnete es mit Bleistift nach. Dann fing schon der für mich schönste Teil an, und zwar das Ausmalen. Hier nahm ich, wie so oft, Aquarellfarbe und mischte als erstes die Farbe für den Hautton. Diese habe ich dann in mehreren Schichten aufgetragen und noch andere Farben hinzugefügt. Teilweise habe ich wieder etwas Farbe mit Hilfe eines Taschentuchs weggenommen, um damit ein paar Highlights zu bewirken. Okay, hier gab es nun einen kleinen Sprung. Zwischenzeitlich habe ich die Schatten mit dunkleren Tönen mehr herausgearbeitet, um das Bild realistischer wirken zu lassen. Auch die Augen und die Augenbrauen sowie Nase, Lippen und Ohren habe ich dezent nachgezeichnet und den Haaren immer mehr Struktur verliehen, indem ich sehr helle als auch dunkle Strähnen hinzugefügt habe. Zum Schluss kümmerte ich mich vor allem um Details, mehr Highlights, ein paar Sommersprossen, rote Lippen und die süßen Ohrringe nicht zu vergessen. Nach circa 5 bis 6 Stunden insgesamt war das Bildchen dann fertig. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann folge mir gern und like diesen Beitrag oder speichere ihn dir ab. Bis zum nächsten Mal!